Wir haben große Herausforderungen vor uns. Der demografische Wandel ist ja ganz wichtig, den zu berücksichtigen. Die Gesellschaft wird älter. Wir müssen aber darauf reagieren. Und wir müssen als jüngere Menschen auch diejenigen betrachten und schützen, die etwas älter sind. Wir müssen uns mehr auf die lokalen und auf die regionalen Besonderheiten konzentrieren. Und das ist das Hauptaufgabe und das Hauptziel meiner Arbeit, dass wir punktgenau vor Ort die Lösungen für die Zukunft der Pflege erarbeiten. Bayern ist ja ein sehr stark strukturiertes Land. Es hat ländliche Regionen, es hat städtische Regionen. Das gilt es auszugleichen. Und nachdem wir festgestellt haben in der Fraktion der Freien Wähler, dass eben das Land Nachholbedarf hat und wir den Verfassungsauftrag, nämlich gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern herzustellen, erfüllen müssen, haben wir dieses Aktionsbündnis gegründet, um eben die Stärken herauszuarbeiten und die Schwächen abzumildern. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Um jetzt wieder auf die Pflege zurückzukommen, wir haben hier in unserem Dorf, hier in Sachsen bei Ansbach in meiner Heimatgemeinde, zum Beispiel einen Bürgerbus eingerichtet. Das bedeutet, dass sich Menschen in einer bestimmten Route anmelden können, da und da hingebracht zu werden, mit einem festen Fahrplan. Ich finde, das ist ganz wichtig für die Mobilität und auch für den sozialen Kontakt untereinander. Das gilt es zu stärken, und das gilt es aber auf kommunaler Ebene zu stärken. Deswegen ist dieses Projekt für mich als Sozialpolitiker ganz wichtig und ich engagiere mich sehr gerne für dieses Projekt Gemeinsam in Bayern, gemeinsam alt werden. Da haben wir in unserem Koalitionsvertrag zwischen den Freien Wählern und zwischen der CSU einen festen Grundstein gelegt, nämlich eine Pflegeplatzgarantie auszusprechen. Das gilt sowohl für den Stadtbereich als auch für den ländlichen Bereich. Das ist für uns Sozialpolitiker und Gesundheitspolitiker deswegen so wichtig, weil jeder Mensch die Chance hat, hier ein würdiges Leben im Alter zu verbringen. Das ist der Schlüssel für alle anderen Aktionen, die daraus folgen. Nämlich, dass die Kommunen wieder mehr Verantwortung bekommen für die Pflege im Alter. Und es macht einfach Spaß, hier zu sehen, wie man zusammenwirken kann, wie man zusammen ein Altern in Würde ermöglichen kann. Wir brauchen als erstes mehr Pflegekräfte. Das ist der Schlüssel, um die Pflege zu verbessern, um die Belastung auch für die Pflegekräfte zu mildern. Zum Zweiten brauchen wir ein größeres gesellschaftliches Miteinander, dass wir das bürgerschaftliche Engagement, die Nachbarschaftshilfe stärken. Aber auch der Staat muss dafür was tun. Wenn ich bloß daran denke, dass ja 2/3 aller zu Pflegenden zu Hause gepflegt wird, in aller Regel von nahen Angehörigen und da wieder in einem ganz, ganz großen Anteil von Frauen. Das müssen wir stärken. Ich fordere ganz klar, dass Frauen, die sich eben zu Hause engagieren mit pflegenden Angehörigen, dass das auch in der Rente mit Rentenpunkten bemessen wird. Dann brauchen wir natürlich die Infrastruktur. Es muss noch stärker individualisiert werden mit modernen Wohnformen, zum Beispiel Wohnquartiere im städtischen Raum oder hier auf dem Land mit vielleicht Senioren-WGs oder mit kleineren Tagespflegeeinrichtungen. Und dann brauchen wir letztendlich auch die Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufs. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern in der Pflege. Das heißt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss besser sein. Gehört natürlich auch eine angemessene Bezahlung dazu. Und dann müssen wir vor allen Dingen auch den Pflegekräften die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren. Deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir hier die generalistische Pflegeausbildung eingeführt haben mit der Akademisierung in der Pflege. Das heißt also, eine Pflegekraft, wenn sie ausgebildet ist, hat eine Perspektive. Sie kann sich akademisieren und Pflegeleitung zum Beispiel übernehmen. Das sind wichtige Punkte, um eben die Attraktivität und die Rahmenbedingungen in der Pflege zu verbessern. Ja, Organspende ist für mich eine Herzensangelegenheit als Mediziner. Wenn ich mir vorstelle, dass täglich 3 Menschen in Deutschland sterben, weil kein entsprechendes Organ zur Verfügung steht, dann ist das einfach ein Drama. Deswegen ist es unser Ziel und auch mein persönliches Ziel, die Organspendebereitschaft zu stärken. Und ich habe da ein Schreiben an den Kultusminister Michael Piazzolo gerichtet mit der Bitte, dieses Thema verpflichtend in den Unterrichtsplan aller Schularten aufzunehmen. Das ist geschehen, ist jetzt in den Schulplänen in Bayern drin und ich erhoffe mir, dass die Organspendenbereitschaft steigt. Wir können
Menschen, die schwer erkrankt sind, helfen. Die müssen nicht sterben. Und deswegen meine dringende Bitte, geben Sie einen Liebesbeweis, indem Sie in Ihrem Tod ein Organ spenden, das hilft einem Lebenden. Franken ist meine Heimat und das passt schon. Mitmenschlichkeit, das ist für mich das Wichtigste. Sachsen-Meyer-Ansbach, hier am Brunnen. Das ehrenamtliche Engagement, der Zusammenhalt, die gegenseitige Hilfe, das wünsche ich mir.